Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja, ihr alle habt ja wahrscheinlich einen Thermomix zu Hause, weil sonst würdet ihr eher nicht hier im Kanal schauen. Und viele von euch haben bestimmt auch noch den TM31, den ich übrigens auch noch zu Hause habe. Und jetzt sind sie umgestiegen auf den TM6. Es gibt fantastische Rezepte für den TM31 in unserem Forum Wunderkessel, natürlich auch für die 5er und 6er Serie, da gibt es jede Menge Sachen, aber irgendwie muss man manche Sachen anpassen und ausprobieren. Ich habe ein tolles Rezept für den TM31 gefunden und zwar sind das mit Hackfleisch gefüllte Zucchini, mit Käse und so weiter und Tomatenreis und sowas. Also so ein Klassiker halt. Und das würde ich jetzt gerne im TM6 machen. Klar, hätte ich gucken können, ob es da vielleicht auch ein TM6 Rezept gibt, speziell für den TM6. Aber warum? Ja, ich habe ja einen Thermomix, also muss ich jetzt nicht, also ich probiere das jetzt einfach mal. Denn beim TM31 muss das Hackfleisch angebraten werden. Beim TM6, laut des Herstellers, kann man ja anbraten. Und deswegen möchte ich jetzt das Hackfleisch für dieses spezielle Gericht im Thermomix anbraten. Das heißt, ich muss jetzt einfach ein bisschen variieren, mich ein bisschen umstellen und deswegen werden wir euch beide Rezepte in die PDF geben. Einmal so, wie ich es jetzt hier mit dem TM6 gemacht habe und einmal so, wie ihr es zu Hause mit dem TM5 oder dem TM31 machen könnt. Gibt es auch noch Leute, die den TM21 haben? Schreibt mir mal in die Kommentare, weil das Teil war ja auch legendär. Also schreiben. So, als erstes müssen wir mal die Karotten klein machen. Ich habe hier zwei große Karotten und die zerkleinern wir jetzt erstmal. Und zwar grob 5 Sekunden auf Stufe 5. So, fertig. Das Ganze füllen wir jetzt wieder um, respektive zurück in das Schälchen. Versucht möglichst alles rauszumachen. Wenn jetzt nicht alles rausgeht, ist kein Problem. Man kann jetzt den Kessel mit auswaschen, aber es ist nicht schlimm. Denn nun kommt der entscheidende Moment. Ich wasche den Kessel vielleicht doch mal aus kurz. Sicher ist sicher. Der Kessel ist jetzt ausgewaschen, denn ich möchte jetzt gerne meine Zwiebeln und mein Hackfleisch im Thermomix anbraten. Das geht ja laut des Herstellers, dass man im Thermomix anbraten kann. Aber, und das, hey, liebe Leute, wie bescheuert ist das denn? Geht nur, wenn man ein Rezept vom Kokido nimmt. Nur dann kann man die Anbratfunktion benutzen. Tut mir leid, ich bin echt begeistert von diesem Produkt, aber wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Ich kann nicht den vollen Funktionsumfang dieses Gerätes nutzen, wenn ich das Abo nicht abschließe. Geht's noch? Da muss man sich echt, also das ist, na sorry, tut mir echt leid, aber das geht gar nicht. Aber ich trickse jetzt. So, ich schmeiße jetzt meine halbe Zwiebel hier rein. Schredder die 5 Sekunden auf Stufe 5. Mach das nach unten. Mach einen Schuss Olivenöl dran. So einen Esslöffel etwa. Mein Hackfleisch. Salz und Pfeffer. Und jetzt brate ich das an. Wie gesagt, ich trickse. Ich habe mir nämlich ein Rezept ausgesucht aus dem Kokido, bei dem man anbraten muss. Hackfleisch. Guckt einfach mal nach, so Zeug, so Hackfleischsoße oder so. Nur mal ein Tipp. Ja, ich werde das jetzt nicht sagen, dass ich mir nachher noch Ärger, dass wir das Rezept hier verraten, aber was ich ja nicht tue. Da kommen jetzt jede Menge andere Sachen rein. Bla bla bla, bla bla bla. Spritzschutz einsetzen, sagt er mir, mache ich. Fertig. Und jetzt wird das nämlich angebraten. Zack. Anbratfunktion. Vielen Dank, Vorwerk. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch immer mal kontrolliert hier. Ist klar, weil
das ist ja jetzt eigentlich nicht für dieses Rezept gedacht. Er guckt halt einfach ab und zu, dreht er ja mal und wendet. Und ich habe jetzt auch das Hackfleisch noch mal ein bisschen zerkleinert mit dem Spatel. Ja? Ab und zu mal reinschauen, ist ja auch egal, die Minutenanzahl müsst ihr dann halt anpassen. Wichtig ist, dass wir diese Anbratfunktion überhaupt bekommen. Nochmal, ich finde es zum Kotzen, ehrlich gesagt, dass ich die nicht einfach auch so nutzen kann. Ja, naja, ist auch wurscht. Also, in der Zwischenzeit, während das Ganze hier so vor sich hin brät, mittlerweile schon 4 Minuten, ich denke mal so 5 bis 10 Minuten können wir das auf jeden Fall anbraten, hüllt ihr Zucchini aus. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie nur kleine bekommen. Ich habe sie nicht selbst gekauft, sie wurden mir gekauft. Sie sind etwas klein, aber gut. Dann haben wir halt jede Menge Material über. Ne? Einfach Länge nach durchschneiden, im Teelöffelchen ein bisschen auskratzen und dann schauen wir mal. So, es riecht noch nicht angebrannt, das ist schon mal gut. Ich gucke so in 3-4 Minuten mal noch mal rein. So, ich habe jetzt 10 Minuten angebraten und ich gucke jetzt auch mal rein und das sieht auch, ja, auch schon ganz gut aus. Also Röstaromen haben wir auf jeden Fall, vor allem unten. Ha! Okay. Schauen wir mal. Ich glaube, ich mache da jetzt schon mal die Karotten dazu, weil die werden ja auch noch mit angebraten. Und dann lasse ich das jetzt einfach mal 10 Minuten weiter braten. Ne? Ich bin nur gespannt, ob wir den Topf wieder sauber kriegen. Auch das rühre ich jetzt vorher schon mal, weil der jetzt nur wenig dreht. Ne? Schauen wir mal. Weil man ja Hackfleisch auch andünsten kann, ne, im Thermomix. Das haben wir ja sonst auch früher immer gemacht. Ich bin mal gespannt, ob das so einen großen Unterschied macht. Ich stelle jetzt einfach hier nochmal auf 10 Minuten und die Anbratenfunktion weiter. Also es ist jetzt 20 Minuten angebraten und ich sag mal so, olfaktorisch, sprich geruchlich, sind auf jeden Fall Röstaromen wahrzunehmen. Aber 20 Minuten für 300 Gramm Hackfleisch? No way. Sorry. Also das ist für mich ein absolutes Marie nicht mehr. Ne? Weil das geht ja in der Pfanne, geht das ja viel, viel schneller und eigentlich auch effektiver, weil das ist wirklich so eine Mischung aus gegart und es ist so ein bisschen was dazwischen. Ich weiß es nicht. Also das muss ich nicht. Und wenn die das Ding auch nicht freischalten, was soll das? Keine Ahnung. Vielleicht schreibt ihr mir mal, was ihr da für Erfahrungen mitgemacht habt. Vielleicht habt ihr irgendwie einen anderen Tipp für mich. Ich habe das jetzt ja auch hier in Etappen gemacht. Ja, das nächste Mal brate ich es wieder an in der Pfanne. Das ist okay. Aber der Boden ist, ich zeige euch das gleich mal, wenn das raus ist. Na gut, ich fülle jetzt die Zucchini und dann melde ich mich gleich wieder. Ich weiß übrigens, wo die Röstaromen sind. Das ist unglaublich. Nee, also. Ja, dann wasche ich mal den Topf aus. Also, vielleicht habe ich auch was verkehrt gemacht. Schreibt mir mal in die Kommentare. Ich mache das nicht mehr. Das ist Quatsch. Ja, dass eh nicht freigeschaltet ist, es ist völliger Witz. Ja. Übrigens genauso wie das Kochbuch, das beim neuen Thermomix dabei ist. Das kannst du auch nur benutzen mit Kokido. Was soll das? Das Gerät kostet so viel Geld. Leute, ich mag Kokido und ich mag auch den Thermomix. Ich benutze auch den Kokido. Aber es gibt Leute, die wollen es nicht. Oder können sie es nicht leisten oder was auch immer. Keine Ahnung. Schwachsinn. So, jetzt machen wir unseren Käse hier noch oben drauf. Das sind echt kleine Zucchini. Aber gibt ja auch große. Ich bin echt so ein bisschen so enttäuscht, ja, von dieser Anbratfunktion. Das war ja wirklich sowas, wo ich dachte so, ey, das hat mir echt gefehlt. Und da habe ich mich jetzt echt drauf gefreut, das mal auszuprobieren. Und dann war natürlich der erste Schreck wirklich so, oh, das geht ja gar nicht. Einfach so. Also es gibt keine Einstellung, die ist nicht freigegeben. Geht nur mit Kokido-Rezept. Und dass man sich dann so mit solchen Tricksereien irgendwie beschäftigen muss, das ist doch Quatsch. Und das Ergebnis, ja, ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht wirklich, also es steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Wie gesagt, ich mag den Thermomix und ich koche gerne damit.
Aber das Thema Anbraten hat sich für mich dann im Thermomix erledigt. Ändert sich also nichts in meinem täglichen Küchenworkflow. Ich werde nach wie vor in der Pfanne anbraten. So, wir kommen aber jetzt zum Sößchen, denn ich freue mich trotzdem auf unsere gefüllten Zucchini. Und ich glaube, ich mache doch noch ein bisschen mehr Käse drauf. Das verläuft ja auch schön. Das ist ja auch nicht schlimm. Kann man ein bisschen Käse, ne? Ich habe ja abgenommen, kann ich ja jetzt wieder essen. Das ist ja wie so ein Jojo irgendwie. Mal hoch, mal runter. Für unser Sößchen und unseren Tomatenreis machen wir jetzt eine halbe Zwiebel und eine Knoblauchzehe nochmal in den Mixtopf. Und dann tun wir mit dem Thermomix das, was der Thermomix am besten kann, nämlich zerkleinern. 5 Sekunden Stufe 5, liebe Leute. Wie immer, Zwiebeln, Knoblauch. Auf geht's. So. Und Deckel auf. Nach unten schieben. Dann etwa einen Esslöffel Olivenöl dazugeben und dann 3 Minuten in der Aromastufe andünsten. Wäre schön, wenn man die jetzt anbraten könnte. Ich glaube, mit Zwiebeln, und wenn du so ein paar wenige hast, dann könnte das ja vielleicht funktionieren, aber naja, egal. Also dünsten, 3 Minuten, Aromastufe 1, as usual. So, weiter mit unserer Soße. Als nächstes kommen hinzu eine Packung passierter Tomaten. Wie viel Gramm sind das? 400 Gramm. Kommen da hinein. Dann 750 Milliliter Wasser. Ein halbes Teelöffelchen Zucker. Ein bisschen Gemüsebrühe, auch so ein Teelöffelchen, zack, und ein bisschen Salz. Wie gesagt, da könnt ihr nachher auch gerne noch nachsalzen, und so ein Suppengrundstock ist ja auch relativ viel Salz schon drin, deswegen da etwas vorsichtig sein. Dann müssen wir das Ganze 3 Sekunden auf Stufe 6 miteinander verrühren. Und der Reis wird eingewogen in das Garkörbchen, das jetzt einen praktischen, formschönen Deckel hat. Der Sinn hat sich mir auch noch nicht erschlossen, aber kommt ja vielleicht noch. Ich habe jetzt 200 Gramm Reis genommen. Im Ursprungsrezept stehen 250 Gramm Reis, aber das ist mir ehrlich gesagt immer zu viel. Echt. So, Deckelchen drauf. Varoma oben drauf. Deckel auf den Varoma. 25 Minuten. Varoma Stufe 1. Und ab geht's. So, dann schauen wir doch mal, was unsere Zucchinis, bei denen ich bislang das Wort überbacken geflissentlich vermieden habe, denn die werden ja nicht überbacken, die werden ja mehr so überdünstet, ja, was die so können jetzt hier. Einmal stellen wir den Varoma zur Seite und auch den Reis, den nehmen wir auch raus. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier rumgedreht kriege. Ja, so, das neue Körbchen. Zack. Das Sößchen, das werden wir jetzt noch ein bisschen verdichten, indem wir noch 30 Gramm Tomatenmark hinzufügen. Oder 45. Egal, da wird es halt ein bisschen fester. Verdammt. Und das Ganze einmal noch pürieren und dann nochmal 3 Minuten aufkochen. Ja. Nochmal kurz pürieren. 5 Sekunden auf Stufe 6. Und dann 3 Minuten nochmal aufkochen. In der Zwischenzeit können wir dann anrichten. 3 Minuten Varoma Stufe 1 und ab die Barrie. Jetzt richte ich schon mal hier an und dann machen wir das Sößchen oben drauf. Bis gleich. Ich habe es schon mal formschön angerichtet. Na gut. So, Sößchen oben drauf.
Wie gesagt, das sind jetzt kleine Zucchinis. Deswegen haben wir da jetzt zwei auf den Teller gemacht. Wenn ihr große holt, dann macht ihr halt nur eine auf den Teller. Ein bisschen Soße oben drüber. Einen kleinen Spiegel. Das reicht doch schon. Und vielleicht ein bisschen über die Zucchini noch drüber. So ein bisschen, ganz bisschen, so ein ganz bisschen. So, hier. Und da, so. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie die Zucchinis schmecken. Und die Soße. Reis, weiß ich, wie er schmeckt. Tomatenreis halt. Gucken wir mal. Ich schneide jetzt mal sowas mitten raus, wo wir gleich auch von dem Hackfleisch und so mit drin haben. Auch wenn es runterfällt. Schauen wir mal. Erstaunlich gut. Also die Zucchini ist natürlich wirklich gut durch, hat noch ein bisschen Biss, aber nicht zu viel. Mit dem Käse, das ist toll. Und die Röstaromen vom Hackfleisch, die schmeckt man total gar nicht raus. Also es macht echt keinen Unterschied in dem Fall. Also wir hätten es vielleicht wirklich in der Pfanne gemacht. Schöne frische Tomatensauce dazu. Ich habe gerade irgendwie Probleme mit dem Essen, aber das ist mir jetzt völlig egal. Schönes, einfaches Gericht, was man ja auch natürlich klar mit dem TM6 so modifizieren kann aus dem Wunderkesselforum. Könnt ihr gerne mal probieren. Zucchinis habe ich zumindest immer jede Menge im Garten und das ist auf jeden Fall eine schöne Alternative mal zur üblichen Zucchini-Cremesuppe, Zucchini-Gemüse, Zucchini-Auflauf, Zucchini, 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 Zucchini. Schmeckt! Lasst es euch auch schmecken und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like für dieses Video da und abonniert den Kanal. Vielleicht besucht ihr auch einfach mal das Wunderkesselforum, denn da gibt es die besten Rezepte für unseren Wunderkessel. Ich sage bis dahin tschüss und guten Appetit.